Ich habe heute eine Patientin von mir bei mir, Frau Sonja Crepaldi. Herzlichen Dank, bist du gekommen. Mhm. Es ist mir wichtig, von Patientenseiten auch über Vitalstoffe zu sprechen, weil ich kann darüber viel sagen, aber ob es geholfen hat, das wissen nur die Betroffenen. Jetzt, Sonja, kannst du mir erzählen, du warst im Juni 2019 das erste Mal bei mir. Ja. Was war der Grund, dass du gekommen bist? Ja, ich hatte eine längere Geschichte. Also die Diagnose schlussendlich war Fibromyalgie. Aber der Weg bis zu dieser Diagnose war sehr lang. Man wusste einfach überhaupt nicht, was ich hatte. Ich hatte komische Muskelschmerzen, Magen-Darm-Probleme, ganz schlimm, Schlafstörungen und ich fühlte mich einfach sehr schlecht. Kannst du denn Zuschauern erklären, was eine Fibromyalgie ist? Es sind einfach Muskelschmerzen und irgendwie die Schmerzweiterleitung, die nicht ganz richtig funktioniert. Und aber was spürt man dann? Man fühlt sich sehr krank, man hat Schmerzen am ganzen Körper und dann eben kamen bei mir auch die Schlafstörungen dazu und dann ist sowieso eigentlich alles nicht mehr gut. Und dann noch die Magen-Darm-Probleme. Haben diese Magen-Darm-Probleme etwas mit Fibromyalgie zu tun oder war da noch etwas Zweites? Ich denke schon, dass es einen Zusammenhang hatte, aber ich merkte dann im Verlauf der Zeit auch, dass ich gewisse Nahrungsmittel nicht so gut vertragen habe und das aber nicht gewusst habe, die halt immer gegessen. Das hast du selber herausgefunden? Ja, das habe ich zuerst eigentlich selber herausgefunden. Ich hatte in einem Buch, als ich da mit meinen Schmerzen kämpfte, bevor ich bei dir war, da habe ich mal noch irgendwo gelesen, das tierische Eiweiß kann ein Problem sein. Und dann habe ich das mal selber einfach ausprobiert, habe mal alles tierische Eiweiß weggelassen, wusste fast nicht mehr, was ich noch essen soll, aber es ist gegangen und ich hatte mich angefangen, wohler zu fühlen. Und ich habe das eigentlich schon längere Zeit dann gemacht, aber die Hauptreaktion, die ich davon hatte, war, dass meine Bronchitis nie mehr kam. Und das hatte wahrscheinlich mit diesem Eiweiß zu tun. Tönt komisch, also ich weiß. Eine Bronchitis geheilt, einfach nur durch Ernährungsumstellung? Ja. Ich wusste das nicht mal und plötzlich merkte ich, dass ich das nie mehr hatte. Und vorher musste ich, mindestens einmal im Jahr hatte ich Antibiotika-Kuren. Ja. Jetzt, ich kann mich erinnern, dass dann die Magen-Darm-Beschwerden bei dir sehr schnell gebessert haben. Ja, was genau hast du da genau gemacht? Ja, ich war da immer noch in den Abklärungen. Man wusste noch nicht, was es war. Ich hatte pro Woche verlor ich etwa 3 Kilo. Ich konnte fast nicht mehr aus dem Bett. Und der Arzt sagte mir, ja, bis die Resultate kommen, müsste ich noch 2 Wochen ausharren. Und dann habe ich mal die Rechnung gemacht mit meinen 3 Kilo pro Woche und ich war schon völlig untergewichtig. Und dann merkte ich, das kann ich nicht durchstehen. Und dann hatte ich ich hatte mich ja schon seit meiner Jugend, hat mich die Ernährung und die Naturheilkunde sehr fasziniert. Und dann hatte ich noch im Keller irgendwo ein Büchslein mit Heilerde. Und dann dachte ich, ich probiere das jetzt einfach, ob das vielleicht etwas hilft. Und dann war es mir zuerst ganz schlecht und am nächsten Tag merkte ich, dass es nicht mehr so schlimm war und dann merkte ich, das muss ich nehmen. Schon nach einem Tag war es besser mit Heilerde? Ja, zuerst war es mir also wirklich übel. Aber danach hat es angefangen, dann merkte ich, etwas hat sich verändert. Ja. Aber soweit ich mich erinnere, haben wir eine richtige Kur gemacht damals. Was war da alles dabei? Ja, genau. Oder ich wusste zu wenig genau, was ich wirklich machen konnte. Aber nach diesem Erlebnis wusste ich, jetzt brauche ich Hilfe. Und dann habe ich mich dann, ich wusste irgendwoher deinen Namen und hab dich dann kontaktiert und zum Glück konnte ich sehr schnell kommen. Ja, da war dabei Heilerde, da war die Darmkur war in 2 Phasen aufgeteilt. Zuerst war die Zeit, wo man die Blähungen und all die Irritationen haben wir runtergebracht, die Schmerzen. Mit Heilerde und Kurkuma,
Krillöl und so weiter. Und dann in der zweiten Phase kamen dann die aufbauenden Elemente dazu. Da war eher Multiferment. Probiotikum. Probiotikum, genau. Und das Neovital. Ja. Das die Darmschleimhaut dann einfach regenerierte. Und jetzt geht es dir gut? Von Seiten der Verdauung? Also, es ging mir eine Zeit lang eigentlich super gut. Und dann habe ich aufgehört mit der Kur. Und dann merkte ich so ganz langsam, dass es wie ein bisschen schlechter geworden ist. Und dann wusste ich, ich muss das noch weiterziehen. Aber solange du etwas nimmst, geht es dir gut? Mir geht es super gut. Und auch dazwischen, gut. Wenn du mal absetzt, ja, dann ja. kommen nicht gleich die Beschwerden zurück. Die kommen nicht sofort zurück. Aber mit der Ernährung, da musste ich noch einiges anpassen, damit die Schmerzen nicht wieder. Aber es ist noch spannend, was hast du dann wirklich weggelassen? Ich habe dann natürlich mit der Zeit, habe ich mich mehr damit befasst und habe gemerkt, das tierische Eiweiß, das ist ein Punkt in meinem Körper, da muss ich aufpassen. Ich esse aber nicht null jetzt, sondern einfach, ich spüre, wenn es zu viel wird. Kein raffinierten Zucker und keine raffinierten Mehle. Gut, das war 2019. Und dann ging es soweit gut. Die Fibromyalgie, die war aber nicht besser in dieser Zeit. Die Schmerzen, die du erwähnt hast. Das ging langsam zurück. Das ist eigentlich jetzt... Also durch die Behandlung des Darmes ging die Fibromyalgie, die Schmerzen zurück. Ja. Und ich habe aber auch eben noch zum Beispiel das Omega-3-Öl, das ja auch antientzündlich im Körper wirkt und so. Ich habe mich dann schon richtig aufgebaut, ja. Okay, jetzt kann ich mich erinnern, dann Ende 2020, da hast du Corona bekommen. Ja, genau. Was hat das ausgelöst bei deinen Grundkrankheiten? Also zuerst war es nicht so schlimm, die erste Woche. Und dann plötzlich merkte ich, dass ich in der zweiten Woche merkte ich plötzlich, dass ich Atemschwierigkeiten bekam. Und dann dachte ich, oh nein, das will ich nicht. Und dann musste ich wirklich dann mal zum das Abklären ins Spital, in den Notfall, weil ich hatte wirklich Probleme zum Atmen. Und die haben dann aber das untersucht und meine Lunge war eigentlich nicht betroffen und trotzdem hatte ich die Atemstörungen und dann wurde klar, dass es eigentlich wie ein Asthma ausgelöst hat. Was hast du da gemacht? Ja, du scheinst dir ja überall selber helfen zu können. Ja, also da bekam ich dann vom Arzt einen Asthma-Spray für ein paar Wochen und das hat super genützt. Und ich habe vom Arzt sogar ein naturheilkundliches Mittel bekommen. Das sind die Kaloba-Tropfen. Ja. Ja, genau. Und das zusammen, da hatte ich nachher keine Atemstörungen mehr. Ich musste es aber vielleicht, also den Spray brauchte ich vielleicht 3 Wochen. Und danach mit den Kaloba-Tropfen ging ich dann noch bis in den Frühling weiter. Hatte das einen Einfluss auf deine Schmerzen? Ja, ich hatte auch noch etwas anderes, ein anderes Kraut genommen. Du darfst schon sagen. Das heißt Artemisia. Ja. Und das hatte ich sehr regelmäßig und intensiv genommen. Und danach, so nach circa 5 Wochen, merkte ich eigentlich, dass ich überhaupt keine Schmerzen mehr hatte, was ich vorher noch so ein bisschen schon spürte, manchmal meine Fibromyalgie. Also genau. Diese Schmerzen sind vollständig verschwunden durch die Corona-Behandlung. Ja, genau. Weißt du, das überrascht eben manchmal auch mich, weil das war. Solche Dinge kann man nicht voraussehen. Ja. Medizin ist wirklich spannend, abwechslungsreich und die Menschen reagieren verschieden. Ja, das genau. Hatte ich wirklich noch nie gehört. Aber seither ist das natürlich für mich eine Therapieoption bei Fibromyalgie. Ja, genau. Hat das angehalten oder sind die Schmerzen jetzt wieder gekommen? Das hast du, dieses Kraut Artemisia hast du ja nicht immer genommen. Nein, ich hatte dann irgendwann im Frühling hatte ich ganz aufgehört. Und dann war es längere Zeit war es eigentlich völlig gut. Und dann, also es ist immer noch super gut, aber so ganz wenig
ist es wie zurückgekommen. Und ich denke, dass ich die Artemisia-Kur dann auch irgendwann wieder mal mache, aber für meine anderen Sachen. Oder dann für die Fibromyalgie, ja, genau. Nicht für Corona. Ja, genau. Ja, jetzt hast du Erfahrungen gemacht eben mit Vitalstoffen. Kannst du noch ein bisschen uns erzählen, was du generell davon hältst oder wie du dich damit auseinandersetzt? Also meine Erfahrungen aus den letzten 3 Jahren, die haben mich dazu bewogen, noch eine Ausbildung zu machen. Und ich wollte einfach das, was ich gelernt hatte, kompetent auch anderen weitergeben können. Und ich habe dann eine Ausbildung als ganzheitliche Ernährungsberaterin gemacht. Du arbeitest jetzt als Ernährungsberaterin? Ja, also meine Firma heißt Crepaldi Health Coach. Man findet mich auf einer Webseite, die heißt crepaldi.ch, und dort kann man auch weitere Informationen holen. Ich danke dir herzlich, Sonja. Das war eindrücklich, selber geheilt zu werden, vorwiegend durch Vitalstoffe und jetzt aus lauter Freude das weiterzugeben. Und darum geht es hier. Es geht mir genau gleich. Ich habe so viel Freude und positive Erlebnisse mit Vitalstoffen und das müssen die Leute einfach wissen. Vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Gern geschehen. Schön, da zu sein.